Wir sind auf den Spuren von Mars die Mask, und zwar so sehr, dass er uns da scheinbar schon gegenüber sitzt, ja. In der Strafanstalt. Beim letzten Mal haben wir Look at Me kennengelernt, einen wunderbaren Charakter, für den du eine fantastische Stimme gefunden hast. Und auf den ich mich schon sehr freue. Ich freue mich aber auch hier auf das, generell auf das, was noch kommt. Ich habe dieses Spiel ja nur einmal durchgespielt, das ist schon sehr lange her. Deswegen viele Details sind mir auch schon wieder entfallen. Ja, da kenne ich es, mein Leben. Aber es macht mir schon wieder sehr viel Spaß, weil das alles, wir haben ja beim letzten Mal ja festgestellt, sind alles so krasse Phoenix Wright-Charaktere, die uns hier begegnen. Und das kann nur besser werden. Ich glaube aber, das wird die letzte Folge, weil wenn wir ihn jetzt haben, wird er dann jetzt da klar, die Urne ist da versteckt. Die Episode und dann ist vorbei. Und der Chef von der ganzen Nummer, also der als Gewinner rausgeht, wird auf jeden Fall Gamschu sein. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Momentan ist er der große. Im Moment ist er ganz weit oben. Ja. Und danach kommt lange nichts. Und dann, sonst haben wir auch nichts gemacht. Eigentlich kommt danach nichts mehr. Hm. Im Moment ist Gamschu. Stell dir mal vor, einen Fall, wo du die Untersuchungsphase hast und dann nichts anderes mehr. Das wird sofort alles geklärt. Ja, das wäre eine kurze, wäre aber eine lustige Fillerfolge irgendwie so. Und dann denkt man das alles durch und dann kommt so hier Freispruch und so und dann geht es aber erst richtig los. 50 Cent setze ich darauf, das erstmal. So. Na dann. Reden wir mal mit ihm, würde ich sagen. Master Mask. Sie wollen also dieser Master Mask sein? Ja, genau. Nein, das stimmt nicht. Kann ich das mit den 50 Cent nochmal wieder zurückziehen oder ist das jetzt fix? Die sind investiert. Nun, es ist kompliziert. Zumindest irgendwie oder so, falls Sie mich da verstehen. Ist das da grauer oder habe ich irgendwas an Augen? Nee, ich glaube, es war so, falls Sie mich da verstehen. Ah. Vielleicht, falls das so leiser wird. Ah. Hm? Was stimmt denn da nicht? Nun, stimmt nicht, meine ich eigentlich, dass es so, also nicht richtig ist. Sehen Sie, es wird nicht Mask die Mask geschrieben, sondern Mask the Mask. Was ist denn mit dem los? Nun, er ist ein ängstlicher kleiner Schwächling. So viel wissen wir schon mal. Felix ist echt so, ich geb einen Fick auf alles. Der Kasten hässlich, die Urne kaputt, der Typ Schwächling. War nicht in der letzten Folge? Nee, das war Dings hier mit im letzten Fall. Ja, mit dem, ich weiß schon nicht mehr, was gesagt wurde. Aber da war auch irgendwie sowas. Huiuiui, Felix, not kidding around anymore. Tun Sie das nicht. Sehen Sie mich nicht so an. Ich brauche Ihr Mitleid nicht. Um drei noch eine Heulsuse. Also, warum haben Sie sich gestellt? Nun, sehen Sie, es ist wegen, nun... Ich weiß warum. Weil Sie einen so wertvollen Schatz gestohlen haben. Und jetzt wurden Sie von Ihren Schuldgefühlen überwältigt, habe ich recht. Wertvoller Schatz? Diese kaputte alte Urne? Ich möchte Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ja, worum geht's? Können Sie mit Desi sprechen? Ich möchte sagen, es ist ein Tier, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich hoffe ein bisschen. Desi? Erstmal die heilige Urne. Mhm. Sehen Sie, wir wollen wirklich unsere Urne auch zurückhaben, ne? Also, wo ist sie also? Tut mir leid, ich werde sie zurückgeben. Das werde ich. Also, naja, vielleicht auch nicht. Okay, das wird anstrengend mit dem. Ich kann nichts versprechen, was ich nicht einhalten kann. So verletze ich nur jemanden. Herr Nick, ich konnte nicht hören, was er gesagt hat, besonders den letzten Teil. Herr de Mars, können Sie vielleicht etwas lauter sprechen? Ja, das werde ich, versprochen. Also vielleicht auch nicht. Sehen Sie, ich verspreche schon mit meiner normalen Stimme. Ich kann also nichts machen. Da kann ich nur. Kann mich nicht dran erinnern. Herr de Mars. Was diese Urne angeht, Ach ja, die Urne. Sofort. Eigentlich nicht. Ich würde es Ihnen ja sagen, aber ich fürchte irgendwie, Sie würden mich nicht glauben. Ich entwickle aber jetzt schon so eine Leiteraversion. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe das Gefühl, das werden wir bei Gericht öfter haben. Ja, möglicherweise. Jo, jetzt reicht's aber. Raus mit der Sprache. Raus mit der Sprache jetzt. Bitte schreien Sie mich nicht an. Tut mir leid. Diese Urne, ich habe sie verloren. Was?
Was? Verloren? Was haben Sie gerade gesagt? Sie haben sie verloren? Ja, nein. Also vielleicht, ich habe sie verloren. Was meinen Sie damit? Nun wissen Sie, ich habe sie halt verloren. Sowas kommt vor. Man sitzt im Zug, wird abgelenkt, vergisst die Tasche, wissen Sie? Was? Sie haben die Urne im Zug vergessen? Moment mal, sind Sie in diesem Kostüm Zug gefahren? Nein, ich... Ach, das war doch nur hypothetisch, nichts weiter. Mhm. Jedenfalls... Habe ich sie im Zug vergessen? Tut es mir leid, ich habe sie einfach irgendwo verloren, ich weiß nicht wo. Das wird so ein Fall, ey. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. Die Geschichte von diesem Kerl ist noch surrealer als ein Gemälde von Dahlen. Und dann ist noch Admi dann dabei und dann ja, so, ja, oh ja, boy, oh ja, boy, boy, ja, boy, ja, boy, ja, boy, ja, boy. Ja. Bist du dir sicher, dass dieser Widerling wirklich Mars die Mask ist? Widerling ist ein bisschen hart. Maja, nenn ihn nicht Widerling. Auch wenn ich deine Zweifel an diesem Kerl absolut teile. So, apropos Desi. Wer ist denn diese Desi? Bitte reden Sie nicht so über meine Frau. Er meint wohl seine Frau? Tut mir leid, die Wahrheit ist... Ich habe gar keine Frau. Meine Frau hat mir gesagt, ich soll sie alle herrufen. Können Sie vielleicht in meinem Versteck sie aufsuchen? Was passiert hier? Versteck? Herr Nick, was meint ihr denn mit Versteck? Oh, tut mir leid, natürlich meinte ich meine Geheimbasis. Geheimbasis? Nun, eigentlich meine Wohnung im Palazzo Pelpepe, zweiter Stock. Pelpepe. Palazzo Pelpepe. Enrico Palazzo Pelpepe, der zweite Stock. Sehen wir uns das an, Nick. Lass uns zum Versteck von Mars in Mars gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie mag den Klang des Wortes Versteck. Naja. Okay. Mhm. Ja, da haben wir den wohl abgehakt. Ich glaube, bei dem werden wir nichts weiter. Warte, können wir nochmal... Den werden wir nie wieder reden. Mal kurz... Achso, nur mal ganz kurz, was passiert, wenn ich ihm das präsentiere? Oh, das ist Masti Mask Visitenkarte. Sieht schick aus, hm? Er sieht so glücklich aus. Okay. Ich bin nicht so gut im Schreiben, verstehen Sie? Oh Mann. Deswegen habe ich das Buch Perfekte Geschäftsbriefe gekauft und fleißig geübt. Tja, im weitesten Sinne könnte man Diebstahl schon als Geschäft bezeichnen. Ist es. Okay. Es tut mir wirklich leid, dass ich so viele Schwierigkeiten gemacht habe. Wenn es Ihnen so leid tut, hätten Sie erst gar nicht stehen sollen. Ja, aber mein Fehler war doch nur, Sie zu verlieren. Das stimmt nicht. Nee. Das war so oder so falsch. Die Besitzer der anderen Schätze denken wohl genauso. Es scheint ihm wirklich leid zu tun. Wer hätte gedacht, dass solch ein berühmter Dieb ein so reines Herz hat? Okay. Reines Herz. Reines Herz. Na gut, ich glaube... Wollen wir mal Desi besuchen? Ja, wir besuchen... Ja, okay, das klingt wie ein... Mhm. Ich glaube... Nee, weiter kann er nicht. So oder so oder... Okay. Alles klar, wir besuchen mal Desi. Yes. Schüssen. The Masks versteckt. Holy. Here we go. Wow, guck mal, was da steht. Erkennst du das links wieder? Moment. Die Rakete? Nicht. Nee, das, was auf der Kommode steht, links. Das Gerät? Das Gerät, nee. Und die Kugel. Ach so, die Kugel ist von Oldbeck? Mhm. Ist das? Und das oh Gerät, nein! Das Gerät ist das, was sie auf dem Rücken oh nein, das geschnallt ist nicht, hat. Der ist auf gar keinen Fall, das er mit Oldbeck. Nein, der ist doch nicht mit Oldbeck verheiratet. Auf gar keinen Fall, das ist ein Easter Egg. Das ist für Leute, die sich auskennen. So. Wenn jetzt Oldbeck hier auftaucht, gehe ich. Guck mal, wir drehen jetzt schon das Auge. Nee, musst dir keine Sorgen machen, Mats. Sieh dich mal hier um. Das ist mir nur gerade, also... Keine Frage, das ist eindeutig Master-Mars-Versteck. Willst du, soll ich? Hängt davon ab, wer es ist. Wer ist das? Bist du das, Ronny? Okay, was ist jemand neu? Ach, hoch, wer sind Sie? Sind Sie Desi? Ja, richtig, ich bin Desiree. Ah, oh, du musst der Anwalt sein und das Opfer.
Ja, das sind wir. Ihr Mann sagt uns, dass wir vorbeikommen sollten. Wir sind Opfer. Ich bin Maya Fey und das ist Phoenix Wright, Rechtsanwalt. Niki und Maya, hm? Ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr meinen Ronny helft. Niki. Aha. Keine Ursache. Aha. Hast du mich gerade wirklich Niki genannt? Gott, hatte ich kurz Angst, dass jetzt Old Becky auftaucht. Das wäre so ein bisschen sehr wild. Ganz im Gegenteil. Eieiei. Was ihren Mann angeht. Hihi, einfach süß, oder? Manchmal vielleicht ein wenig willensschwach. Ein wenig. Da fällt mir ein, habt ihr mitbekommen, dass Maya im Fernsehen erwähnt wurde? Huch, echt? Es hieß, die gehöre die Urne und du machst ein dubioses Praktikum in einer Kanzlei. Dubios. Merken, in diesem Programm keine Nachrichten gucken. Danach hieß ich es für eine gute Idee, den Anwalt aus dem Beitrag aufzusuchen. Ich verstehe. Mein Ronny hat sehr viel Fantasie und ist sehr leicht hinters Licht zu führen. Er bestand darauf, sich der Polizei zu stellen. Ich war völlig verzweifelt. Er sagte, ich war es, ich habe die Urne gestohlen, als wäre das möglich. Hm. Hä? Was? Aber sie meint, er war es nicht? Haha, natürlich nicht. Warum sollte mein Ronny so etwas tun? Naja, also wissen Sie, sie ist sehr wertvoll und er ist, wissen Sie... Kann es sein, dass seine Frau nichts von seiner geheimen Identität weiß? Das sieht aber, also, okay. Ich bin jemand, der immer auf der Jagd nach dem richtigen Nervenkitzel ist. Was denn? Vielleicht ist gar nicht er der Meisterdieb. Mhm. Ja, weil ja auch, ne, nicht so richtig und doch und so. Oh, Nervenkitzel, hm? Ja, am glücklichsten bin ich bei vollem Tempo auf meinem Motorrad. Würde ja auch, wird ja schon ein bisschen, ne? Beim Motorradfahren ist man immer ganz hart am Limit. Verstehst du, was ich meine? Ja, kommt wohl drauf an, wie man fährt. Ich bin nicht der Typ für ein langweiliges, gewöhnliches Leben ohne jede Action. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber Ron wirkt nicht gerade risikofreudig. Da liegst du richtig. Er ist nicht gerade wild aufgefahren, Abenteuer. Aber er hat dafür andere Qualitäten. Andere Qualitäten? Ja, Geld. Ronny ist sehr reich und wahnsinnig großzügig. Oh je. Er hat mir eine Maschine geschenkt, die ist so schnell, da wird einem schwindelig. Und was das Shoppen angeht, ich shoppe so viel, da wird Ron ganz schwindelig. Neulich war es tatsächlich so weit. Da ist ihm wirklich total schwindelig geworden. Puh, die Frau ist echt ein kostspieliges Vergnügen. Und wo hat Herr Delight das ganze Geld her? Ronny ist ein Wachmann, da setzt man ständig sein Leben aufs Spiel, nicht wahr? Okay. Wait. Ronny ist Wachmann, ja? Mhm. Und hat um 1.30 Uhr, wahrscheinlich stellt sich raus, dass er den Notruf abgesetzt hat. Und dann ist eine halbe Stunde dazwischen. Ja, Mats? Was willst du damit sagen? Also entweder steckt er damit drin oder sie nutzt das quasi aus. Also ausnutzen tut sie da scheinbar auf jeden Fall das was. Lässt sich so ein bisschen, ja. Nur gucken, wie wir da Look at Me reinkriegen. Aber dafür kriegt man auch einen Haufen Geld bezahlt. Einen riesigen Haufen Geld. Er ist ein Wachmann? Ich glaube, jetzt wird mir gleich schwindelig. Die Verbrechensnacht. Können Sie uns sagen, was letzte Nacht passiert ist? Wann fand das Verbrechen nochmal statt? Ja, ist gut, das zuerst zu fragen. Wann war das nochmal, Maya? Nun, Inspektor Gammelschuh zufolge war es gegen 1.30 Uhr nachts. Ah, die letzte Nacht war fürchterlich. Ich wurde angehalten. Angehalten? Ja, meine besten Flüge unternehme ich nachts. Flüge? Sie sprechen von Ihrem Motorrad, oder? Ja, jedenfalls gestern Nacht wurde ich angehalten von einem Polizisten. Ob zu glauben, dass er mich gekriegt hat. Ich sag dir, das war eine Verfolgungsjagd, sag mal. Als er mich schließlich hatte, war er weiß wie ein Bettlaken. Gegen 3 Uhr früh war ich dann endlich zu Hause. Hört sich nach einem wasserdichten Alibi an. Ja. Ich kann dieses Verbrechen nicht verübt haben. Ich war gerade bei einem anderes Verbrechen. Ich habe gerade Leute überfahren. Und was ist mit Herrn Delight? Das weiß ich nicht. Zu der Zeit waren wir nicht gemeinsam unterwegs. Als er nach Hause kam, hat er schon,
Als ich nach Hause kam, hat er schon fest geschlafen. Also hat er kein Alibi. Naja, im Moment hat sie jetzt auch noch nicht. Sie behauptet es. So, magst du ihr mal das Profil zeigen von Mask Dumas? Jawohl. Kann ich kurz nochmal umgucken? Ja, klar. Das Ding kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, ich weiß, das ist ein Goldfischglas. Naja, eins, das auf dem Kopf steht. Sieht wie ein Helm aus. Wie ein außerirdischer Helm. Oh no. Und das daneben sieht aus wie ein Kassettenrekorder oder so. Das könnte ein Empfänger sein. Ein außerirdischer Empfänger. Nick, meinst du könntest dich wenigstens mal kurz wie ein Erwachsener benehmen? Maya sagt, ich soll mich erwachsen benehmen. Schlimmer geht's nicht. Jetzt hast du's. Aber ich meine, das ist doch das Logo. Oder? Ja. So ein bisschen. Nicht so ein bisschen. So was nennt man einen Heißluftballon. Wow, dem kann man echt nichts vormachen. Ich hätte so gerne einen eigenen Ballon. Ich würde dich auch drin fahren lassen, Nick. Dieses Emblem auf dem Ballon, das ist eigentlich streng geheim. Naja, weiß ich, ob das... Das ist Beweis genug dafür, dass Ron Delight wirklich Mars de Mask ja. ist. Ich sag Maya lieber nichts. Sie ist immer so komisch bei Prominenten. Ein Haufen billiger Kostümteile in einem hübschen Raum. Sieh mal, Nick, ein falscher Bart. Du hast auch eine Maske aus Pappe. Hier, Nick, probier mal den falschen Bart. Komm schon, probier's mal. Hey, lass das. Jetzt setz die Maske auf. Wie nächste Maske. Lass uns die Sachen für eine Weile ausleihen. Auf keinen Fall. Ich beklaue keinen Dieb. Ich habe so schon genug schlechtes Karma. Gibt das schlechtes Karma? Ja, es gab schon mal zwei von Karmas. Die waren beide ein bisschen schlecht. Ja. Das ist Master Mask. Er hat einen Kassettenrekorder um den Hals. Lass mich mal sehen. Ah, diese Krone gehört jetzt mir. Viel Glück beim nächsten Mal, meine Herren. Ja, also, da kann er ja seine Stimme einfach gesprochen haben. Und dann lässt ihr das halt abspielen. Das hat auch so ein Amboss unten dran, das Ding. Oh, also ein Ballon. Ach, so fliegt der da weg, davon. Der ist wirklich einfach geflogen. Hier passiert viel Storytelling in diesem Raum. Das kapiere ich nicht. Wozu soll das gut sein, Nick? Ja. So entkommt The Mask immer. Nick, das ist ein Torpedo. Kaum zu glauben, sieht aber ganz schön echt aus. Wo er den wohl gefunden hat. Ich will doch schwer hoffen, dass niemand einfach so ein Torpedo rumliegen lässt. Das ist ein Torpedo. Schade, dass man das Motorrad nicht angucken kann. Ja. Hier liegen jede Menge Bücher rum. Das sind alles romantisch klingende Romane über berühmte Diebstähle und famose Diebe. Famos? Wow, sieh dir die ganzen Lesezeichen und Notizen da drin an. Mal sehen. Notiz. Die Lache dieses Diebs gut einprägen. Sehr nützlich. Notiz. Eine Visitenkarte gehört zum gut geplanten Modus operandi eines jeden Diebes. Oh, wow. Ron hat dieses Zeug richtig studiert. Glaub nicht, dass das Ron war. Was haben wir hier? Hey, Nick. Guck mal da auf dem Stuhl. Sieht aus wie ein Umschlag. Und ein Brief. Steh da nicht so rum. Komm schon, lies ihn. Maya, du weißt, dass wir das nicht dürfen. Was redest du da? An dem Brief könnte ein wichtiger Hinweis versteckt sein. Auf keinen Fall. Man kann doch nicht einfach so in privater Post rumschnüffeln. So. Das ist nicht einfach so. Da könnte wirklich was Wichtiges drinstehen. Wäre ich sicher, dass da ein Hinweis drinsteht, hätte ich wohl nichts dagegen. Okay, aber offensichtlich sind wir uns nicht sicher. Da sind verschiedene Sachen aufgestapelt. Deckung! Da ist eine Rakete! Wusstest du, dass in Raketen Sprengstoff drin ist? Ich glaube, die sind nicht schwer genug. Das ist nur gut, sind nur gut gemachte Attrappen. Wo ist eine Rakete? Ich weiß auch nicht, was ich meine. Vielleicht, dass da im Hintergrund, da ist so eine. Wie so eine Propangasflasche. Oder das Dynamit da vorne? I don't know. Was sind das für Papierrollen da im Mülleimer? Der Raub des Mazarinsteins? Mazarinsteins? Die große Albatros-Strategie. Der Raub der Statue der unsterblichen Göttin, die große Granatenfaust-Strategie. Granatenfaust. Hat die Polizei sich hier eigentlich mal umgesehen? So, das ist, ja, das ist Dynamit. Ach so, die Rakete da rechts wurde dann quasi mitgemacht. Ah, ich dachte, war hier auch Dynamit rum. Ah, okay, verstehe.
Okay, ja, ist einiges Verdächtiges. Wild, wild hier. Könnte man alles, könnte man schon Schlüsse draus ziehen. Könnte man schon jemanden verhaften eigentlich. So, wir sollten präsentieren. Und zwar, was wollen wir präsentieren? Das Profil von Mast de Mast. Das Profil von Mast de Mast. Ja, 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 ja. Mhm. Frage, merkwürdig. Frau Delight, Sie wissen doch darüber Bescheid, oder? Über Ihren Mann und Mast de Mast. Mast de Mast? Na klar, ich weiß alles. Mein Mann ist sein größter Fan. Ja, war... Hä? Größter Fan? Ja, und Ronny leidet manchmal unter Wahnvorstellungen. Und so ist dieses ganze Missverständnis ja erst zustande gekommen. Moment mal, sagten Sie gerade Wahnvorstellung? Ja, ganz richtig. Ich weiß einfach nicht, was ich mit ihm machen soll. Weißt du, Ronny glaubt ernsthaft, dass er Mask the Mask ist. Was? Was? Wovon reden Sie? Ja. So, jetzt müsste es eine neue Dialogoption haben. Was ist eigentlich, wenn ich das hier präsentiere? Ich weiß, er wirkt nicht so. Aber wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann schafft er das auch. Echt? Wann genau kommt es vor, dass er sich etwas in den Kopf setzt? Tja, zugegebenermaßen nicht gerade oft. Was genau findet Frau Delight eigentlich an ihrem Mann? Ja, Geld, haben wir doch schon geklärt. Nee, das ist nicht so romantisch. Wow, Sie müssen sich ja auf Anhieb volle Kanone in ihn verknallt haben. Volle Kanone? Ich wusste gar nicht, dass man das noch sagt. Volle Blöre, sagt man. Wahnvorstellung. Und wann hat sich Ron zum ersten Mal in Mask the Mask verwandelt? Wovon redest du? Er ist nicht Mask the Mask. Was? Aber... Moment mal. Sehen Sie sich doch mal oben. Das ist doch offensichtlich Mask the Mask Versteck. Nein, da liegst du völlig falsch. Das Versteck eines echten Diebes würde ganz anders aussehen. Da hat sie einen Punkt. Ronny selbst ist da so schüchtern, dass er heroische Persönlichkeiten bewundert. Heroisch? Aber Mask the Mask ist ein Verbrecher. Er wurde also getäuscht. Kann das wirklich sein? Von wem? Nur von wem? Jedenfalls, wenn er die Urne wirklich gestohlen hätte, dann hätte er sich doch noch, oder? Naja, wahrscheinlich. Außer er hat sie im Zug vergessen. Ja. Warum fragst du ihn dann nicht einfach, ob er die Urne noch hat? Ja, da hat sie nicht Unrecht. Herr Delight wirkt nicht gerade wie ein Verbrecher. Ohne Recht. Aber irgendwas an Rons Verhalten stört mich. Ja, mich, also... Irgendwas. Vielleicht stimmt es. Vielleicht ist Herr Delight gar nicht Mask the Mask. Entschuldigung, dürfte ich dir eine Frage stellen, Niki? Worum geht's? Ich weiß, ich wirke vielleicht wie ein böses Mädchen. Aber mit illegalen Aktivitäten will ich auf keinen Fall etwas zu tun haben, sagt die sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Auf Motorrad. Nachts. Das habe ich gespürt. Unter ihrer harten Schale steckt ein weicher Kern. Jemand versucht, meinen armen Ronny etwas anzuhängen. Würdest du das hier Ronny von mir geben? Ein Brief? Ja, für Ronny. Ich möchte, dass er sich wehrt. Frau Delight. Okay, wir erledigen das. Lehnen Sie sich einfach zurück und überlassen Sie das uns. Okay, an Ihren Mann Ron Delight adressiert, enthält anscheinend etwas Wichtiges. Also wenn der runterfällt und dann aufgeht und wir den dann lesen, ist das... Ich meine, er wollte ja nicht mal das lesen, was da offen rumliegt. Also Das stimmt. Zeigen wir ihm das mal. Den kannst du nicht wirklich lesen. Okay, dann haben wir das hier. Genau, nochmal zur Strafanstalt. Präsentieren. Obwohl, man könnte ihn ja... Na, wir brennen ihn mal direkt. Ach ja, richtig. Hier, der ist von ihrer Frau. Oh, von Desi. Vielen Dank. Brief an Mask the Mask. Ausgehändigt. Eigentlich... Oh, Entschuldigung. Mein lieber Roddy, wie geht es dir? Mir geht es gut. Er umklammert diesen Brief so fest, dass gleich die Tinte rausgequetscht wird. Da bin ich beeindruckt. Er sieht so glücklich aus. Sie sollten der mystischen Maya auch einen Brief schreiben, Herr Nick. Herr Anwalt. Ja? Desi hat in ihrem Brief geschrieben, bitte ihn, dein Anwalt zu sein. Huch!
Also, ich weiß, das ist sehr viel verlangt, aber würden Sie meinen Fall übernehmen? Der Prozess beginnt erst morgen. Wow. Moment mal, er kann Sie nicht vertreten. Warum nicht? Was soll das heißen, warum nicht? Wir sind die Opfer in diesem Fall, nicht wahr? Aufgehalten. Die Opfer, das geht nicht, ja. Okay. Die Opfer von diesem The Mask. Tja, ja, aber er war es nicht, zumindest die Serie zufolge. Sie sagte, armer Mann hat sich selbst eingeredet, dass er es war. Oder, Herr Nick? Das hat er nicht gesagt. Jetzt komm, aber sie lügt doch bestimmt, um ihren Ehemann zu beschützen. Ja, das stimmt. Naja, eigentlich nicht. Das ist überaus schwer zu sagen. Oh nein, das ist ansteckend. Oh, bitte, ich gebe Ihnen dafür auch einen Schatz Ihrer Wahl. Was? Was soll ich tun? Ablehnen. Können wir echt ablehnen? Nee, ey, wir nehmen kannst ihn nehmen, an. Was du willst. Ich nehme ihn schon an. Nun, Herr Delight, ich denke, es wäre ein Versuch wert. Ich werde Sie verteidigen. Wirklich? Ganz im Ernst? Hey, ja mal, was soll das, Nick? Er ist ein Dieb. Sie können ihm nicht trauen. Nun, er mag vielleicht ein Dieb sein. Aber ich denke, an dem Fall ist mehr dran, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Ja, das ist ja was Neues. Das hatten wir ja noch nicht. Herr Nick, ich habe mich in Ihnen getäuscht. Ich hätte Ihnen nicht vertrauen sollen. Pearls. Sie verteidigen den Kerl nach allem, was er der mystischen Maya angetan hat. Ich werde ihn niemals verzeihen, niemals. Pearlie, warte. Das sieht nicht gut aus. Ich gehe ihr nach. Okay. Tolle Situation. Es tut mir leid, ich wollte Ihnen wirklich keinen Ärger machen. Ja. Naja, woher hätten Sie auch wissen sollen, dass sie so reagiert? Schätze ich, kann genauso gut gleich mit den Ermittlungen anfangen. Absolut. Oh, Maya, wo ist Pearls? Sie sagte, sie geht zurück zur Kanzlei. Siehst du bitte nachher mal nach ihr? Ich muss so kurz umlachen. Und was mit dir? Findest du es okay, dass ich Herrn Delights Fall übernehme? Ja, es geht schon in Ordnung. Ich glaube an dich. Oh. Ich sofort weint. Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Okay, Nick, machen wir uns an die Arbeit. Können wir noch hin? Nee. Ach, das ist bewegen. Ich habe gerade drin gesagt. Ja, okay, dann scheint er ja zu gehen. Jetzt nochmal Ihnen, jawohl. Jawohl. Dieser Wachmann überwacht den Besucherraum. Sieht so aus, als hätte er gerade nicht besonders viel zu tun. Weil niemand da ist. Sonst würde er wohl kaum vor der Kamera Grimassen schneiden. Das ist lustig. Die Kamera. Geil, geht sogar. Vorsicht, Kamera, bitte lächeln. Der Kamera fehlen wohl derzeit die Motive. Sie ist die ganze Zeit nur auf den Wachmann da drüben gerichtet. Das ist eine ganz eigene Geschichte, die hier passiert. Ja, ja, im Hintergrund passiert hier, glaube ich, noch mehr. So, wir sollen wieder ins Büro. Ach, stimmt, ja, weil wir Pearls verärgert haben. Ziehen. Anwaltskanzlei Wright und Partner. Am 12. Oktober. Herr Nick, wir kommen zurück. Hat sie das Klo geputzt? Oh, hallo Pearls. Du bist auch wieder da, wie ich sehe. Ich habe uns Erdbeerkuchen besorgt. Jawohl. Ich werde uns einen Tee dazu machen. Jackpot. Hey, Pearls. Anscheinend nimmt sie sich das, was in der Strafanstalt passiert ist, sehr zu Herzen. Erinnerst du dich? Vor zwei Minuten? Herr Nick, ich habe mich getäuscht. Ich hätte Ihnen nicht vertrauen sollen. Ich werde Ihnen niemals verzeihen. Niemals. Tap. Sehr schön. Mystische Maya, der Tee ist fertig. Oh, danke schön. Na los, Herr Nick, bitte nehmen Sie etwas von diesem Kuchen. Ja, danke schön. Pearls? Oh, Verzeihung, ich war gerade dabei, die Toilette zu putzen. I knew it. Hey, ist schon okay, die habe ich doch erst heute Morgen geputzt. Und wir waren seit... Ne, egal, man kann... Das, zu spät. Hey, das könnte die richtige Gelegenheit sein, um nach ihr zu fragen. Nach ihr? Nach ihr. Pearl Maya. Huch. Ich habe Pearls vor einem Jahr kennengelernt. Das war, als der Mord in Korain geschehen war.
Ich weiß noch, was sie zu mir sagte, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. So, wenn ihr jetzt ein richtiger Kenner bist. Nee, das weiß ich nicht mehr. Sie sind Herr Nick, richtig? Sie sind der besondere jemand. Der mystische Maya. Hey, Maya, ich hatte immer gedacht, sie hätte das gesagt, weil sie klein war. Aber was? Pearls, ich glaube, sie hatte einen falschen Eindruck von dir und mir. Hä? Da gibt es etwas, was du verstehen musst. Was wäre das? Es ist so eine Art Sitte in Korain sozusagen. Moment. In Korain gibt es kaum Männer. Moment. Wo du es jetzt erwähnst, ich habe dort eigentlich nie Männer gesehen, ja. Außer den Toten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir vor langer Zeit davon erzählt habe, dass spirituelle Kräfte in der Familie Fey stark verwurzelt sind. Ja, das hast du. Und aus diesem Grund machst du eine Ausbildung zum Medium, oder? Ja, die Sache ist nur, dass ausschließlich Frauen diese spirituelle Kraft haben, erben. Deshalb dreht sich die gesamte Kultur in Korain um die Frauen dort. Nun, das ist verständlich, gar kein Problem. Ja, aber deswegen gibt es dort viele gescheiterte Ehen. Oh? Nun, die Männer fühlen sich meist nach einer Weile vernachlässigt und gehen fort. Besonders dann, wenn der Mann eine Tochter hat. Willst du damit sagen, dass Pearls Vater... Er ist weg. Er hat das Dorf verlassen, als sie noch ganz klein war. Junge, das ist hart. Ja. Und sie hat in ihrer Kindheit nichts anderes als unglückliche Ehen gesehen. Deshalb ist sie so sensibel bei solchen Dingen. Wie selbst das noch erklärt wird, oder? So eine kleine Hintergrundgeschichte für das, dass sie die beiden immer verkuppeln möchte. Ach, das ist auch schon wieder... Da läuft mir direkt die Nase. Weil ich das... Also ist schon wieder so die Ebene, wo so... Ja, es ist schon... Also, uff. Mhm. Das ist gar nicht so... Das ist dann wieder ein bisschen real. Ja. Pearl scheint dich sehr gern zu haben. Nun, ich bin ihm ihre einzige Cousine und nun ja, wegen des Mordes im letzten Jahr sitzt Pearlys Mutter im, Ach ja, da war ja was. Kennst du ihn noch? Hoppala, ja. Jetzt fällt's mir wieder ein. Pearls Mutter, Morgan Fay. Sie sitzt derzeit in Einzelhaft. Huch. Verstehst du? Ich bin zurzeit die einzige Familie, die Pearly noch hat. Allerdings sieht es bei mir auch nicht anders aus. Mhm. Maya. Meine Mutter ist auch verschwunden. Wissen wir ja schon doch, ja. Ich glaube. Deine Mutter ist also immer noch verschwunden. Ja, und keiner hat eine Ahnung, wo sie ist. Mayas Mutter? Misty Fay. Die aktuelle Meisterin der Koraina-Beschwörungstechnik. Ja, sie ist vor 17 Jahren verschwunden, nachdem sie in einen Fall verwickelt war. Aber du bist dir sicher, dass sie noch lebt, richtig? Ja, das weiß ich. Als Medium weiß ich das. Und wenn deine Mutter nicht zurückkehrt, was ist dann? Dann werde ich laut den Gesetzen des Dorfes die nächste Meisterin. Mystische Maya, Meisterin der Koraina-Technik. Klingt nach großer Verantwortung. Ja, aber es gibt niemanden sonst in der Hauptfamilie Fay, der ein Medium ist. Nun, Nick, warum beginnen wir nicht mit unserer Nachforschung? Wir werden kaum etwas in Erfahrung bringen, wenn wir nur im Büro herumsitzen, Erdbeerkuchen essen und Toiletten putzen. Ja, ich weiß schon, aber zuerst möchte ich mit Pearl sprechen. Herr Nick? Ja? Ich habe mich wie ein Baby benommen. Pearls. Ich habe an ihn gezweifelt, obwohl die mystische Maya ihn voll vertraut hat. Ich glaube, ich muss noch viel lernen. Herr Nick? Ja? Ich... Entschuldige mich von ganzem Herzen für das, was ich vorhin gesagt habe. Ach, ist schon in Ordnung. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte. Nun, ich werde jetzt ein wenig alleine losziehen. Oh, hä? Wohin willst du denn? Ich bin vielleicht klein, aber ich besitze reichlich Geisterbeschwörungskraft. Darum werde ich Ihnen zeigen, dass ich Ihnen auch nützlich bin, indem ich Beweise finde. Hey, Moment mal. Die rennt ja richtig schnell. Nick, wir sollten ihr etwas Spielraum geben, okay? Ja. Klar.
lass doch einfach ein kleines Mädchen alleine in einer Großstadt, von der sie noch nie irgendwie groß was gesehen hat, losziehen und unsere Arbeit machen. Ich finde den Moment voll süß irgendwie. Hier ist es auch. So einmal kurz runterfahren und die Charaktere kurz ein bisschen. Naja, auch das vor allen Dingen zusammenführen nochmal, so zu sagen, das hat. Von dem aus der Vergangenheit, ja. Und es hat auch Konsequenzen, so, ne? Das ist schon viel und auch mehr, als ich irgendwie so gedacht hätte jetzt. Ja. Also sie versuchen ja auch. Und ich finde, sie machen einen ganz guten Job darin, das immer kurz zusammenzufassen, ohne zu weit auszuholen. Ja, das stimmt. Was so in der Vergangenheit passiert ist. Und auch nicht alles auf einmal, sondern hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Ja, das stimmt, dass man auch eine Chance hat. Genau, finde ich ganz schön. Ach, toll. Ja, freue mich sehr auf die nächste Folge. Da, wer weiß, reden wir vielleicht nochmal mit Master Mask oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal wiedersehen, die ganzen Figuren. Gar nicht mehr. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Wir haben viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.